Jukras, das ist der Erkan. Und hier ist der Stefan. Und das ist eine Message. Ich kann es kaum aussprechen. Und du würdest dich jetzt über mich lustig machen und sagen, der Erkan, der könnte kaum aussprechen und sowas. Ja, Erkan ist so lächerlich. Du würdest oder? Mich voll cyber mobben oder sowas. Halt es doch bitte mal überall ja, Mann, ich würde sagen, du bist so brav, eine Kamera zu halten, man sieht immer nur deinen halben Kopf, ja? Ja, sorry. Aber das ist so, keiner von uns ist perfekt, ja? Ja. Und das Feigeste von allem, was es geben tut, ja, ist, wenn man dann Cybermobben tut. Ja, genau. Hört einfach auf damit. Ja, Mann, wenn dir was nicht passt, wenn du ein Problem hast, ja? Dann komm zu uns. Dann gehst du direkt hin, machst du Ansage, ja? Ja. Ansonsten Cybermobbing ist feiges Mobbing. Feiger Mobbing. Gibt's so feiger Mobbing. Ja, ja, genau. Mann. Also beteiligt euch nicht dran, ja? Fangt gar nicht erst an. Ja. Und wenn ihr jemanden kennt, der das macht, dann sagt ihm, dass es nicht gut ist. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, der das macht, ja? Ja. Dann sagt es allen heimlich im Instagram oder so. Und macht ihn fertig. Ja, Mann. Macht die Sau fertig. Aber sag's ihm nicht ins Gesicht. Ja, genau. Weil das wäre dann nämlich Cybermobbing, wenn man das so macht. Also nein, du musst wirklich Auge zu Auge, verstehst du? Sei ein Mann, sei eine Frau, sei stark, Mann. Oder vielleicht gar nicht Mobbing. Ja. Oder gar nicht Mobbing. Nicht Cyber und auch nicht draußen. Ja. Das wäre gut. Genau. In einer perfekten Welt. Das wäre schön. Bussi.